Buchen. Verstehen Sie mich so? Ja. So, wo hat man meine Präsentation versteckt? Da, gut. Ja, mein Vorredner hat eben noch die Edition de Génétique erwähnt. Ich hätte jetzt eigentlich Lust, einen Vortrag darüber zu halten. Das ist viel interessanter als das, was ich Ihnen jetzt zu erzählen habe. Aber Sie werden sehen, das, was ich sagen will, hat damit zu tun. Denn die Abteilung E-Mail, die können Sie fortsetzen und dann sind Sie sehr schnell beim Linked Data Web, beim semantischen Kontext dessen, was ein Autor geschrieben hat. Ich muss mich auch entschuldigen, ich habe zwei Prüfungen hinter mir, eine lange Autofahrt. Ich hatte also keine Gelegenheit, mir darüber klar zu werden, ob das, was ich jetzt erzähle, zu dem passt, was hier vorher gesagt worden ist. Das ist also irgendwo ein Schuss ins Blaue jetzt. Aber ich habe versucht, mich an dem Wort Nachhaltigkeit zu orientieren und mir geht es um einen spezifischen Aspekt von Nachhaltigkeit, das nenne ich jetzt mal semantische Nachhaltigkeit, also die Bedingungen, unter denen Dinge, die heute im Web geschehen, die wir heute im Web repräsentieren, zukünftig überhaupt interpretierbar und verstehbar sind. Und wer die Bedingungen kontrolliert, unter denen diese Dinge verstehbar und rezipierbar sind. Und der konkrete Fall, an dem ich das festmachen möchte, ist schema.org. Schema.org, werden Sie gleich sehen, ist eine Initiative, die Sie schon tausendmal mit Sicherheit, deren Folgen Sie tausendmal schon Sicherheit begegnet sind, die Sie aber wahrscheinlich niemals wirklich explizit bemerkt haben. Und wie sich schema.org zu Linked Data verhält, das ist meine Ausgangsfrage. Ich möchte Ihnen also erstmal denjenigen von Ihnen, die weniger technisch bewandert sind, kurz deutlich zu machen versuchen, was ich unter Linked Open Data verstehe. Inwiefern das in gewisser Hinsicht ein fröhliches Chaos ist, dessen Antipode das eben schon erwähnte schema.org ist. Und hinter schema.org mag es eine versteckte Agenda geben, über die will ich ein bisschen zugegeben paranoid spekulieren, um mit einigen Thesen zu enden darüber, wie sich dieses Umfeld in Zukunft entwickeln könnte, wer also die Bedingungen von Verstehbarkeit in Zukunft eigentlich um welchen Preis kontrolliert. Fangen wir an mit Linked Open Data. Linked Open Data ist letztlich etwas, was sich zurückschreibt auf dieses gedankliche Umfeld hier. Ich habe Ihnen also zwei Zitate rausgesucht. Eines von Ted Nelson. Das war der Mann, der das Wort Hypertext erfunden hat. Das war der Mann, der mal gesagt hat, the web is literature. Web ist keine Technik, Web ist ein großes Stück Text, eine große Kontextualisierungsmaschine. Und das zweite Zitat ist eines, was uns noch mehrfach beschäftigen wird im Verlauf dieses Vortrags, kommt von Tim Berners-Lee, also dem Erfinder des Internet und dem Erfinder auch des Linked Data Web. Anyone can say anything about anything. Das ist sozusagen die Maxime eigentlich des Web, auch in seiner ersten Generation schon gewesen. So hat das Web angefangen. Doch, das ist von Tim Berners-Lee, das ist sozusagen die Magna Carta des Web, das sogenannte Information Proposal, das Berners-Lee 1989 seinen Oberen im CERN damals präsentiert hat. Und Sie sehen hier, dieses erste Web war konzipiert als ein Web von Dokumenten. Die zentrale Idee war, wir haben Dokumente und wir haben Verbindungen zwischen diesen Dokumenten. Und das ist das, was dann in einer konkreten Syntax, nämlich HTML, spezifiziert, zum Web der ersten Generation geworden ist. Und dieses Web der ersten Generation erweitern wir gerade in zweifacher Hinsicht. Das ist der erste technische Teil, den Sie brauchen, um zu verstehen, was Linked Data ist. Was da passiert, will ich Ihnen kurz zu verdeutlichen versuchen. Das ist ein Graph, wie er im Web der ersten Generation, im Web der Dokumente funktioniert. Sie haben also hier zwei Ressourcen, eine Louvre-HTML und eine La Joconde, ein JPEG. Und zwischen den beiden gibt es einen HTTP-Link. Das heißt, Sie haben Entitäten, Ressourcen,
Die können Sie identifizieren mit sogenannten URIs, in diesem Fall URLs. Und es gibt Verbindungen zwischen diesen Ressourcen. Das ist schon was. Es ist ein in dieser ersten Generation sehr erfolgreiches Informationsarchitekturmodell gewesen, aber es fehlt einiges darin. Insbesondere für Maschinen fehlt ganz viel, denn Sie können mit diesem Graphen was anfangen. Sie wissen, dass Louvre ein Museum in Frankreich ist. Sie wissen, dass La Joconde, der französische Name für das Bild ist, das wir Mona Lisa nennen. Eine Maschine weiß all diese Dinge nicht. Und auch, welche Art von Verbindung zwischen diesen beiden Ressourcen bestehen mag, wie man also diesen Link hier typisieren müsste, das können Sie mit Ihrem impliziten Wissen tun. Sie können die Annahme machen, dass das Bild wohl im Museum hängen wird und nicht umgekehrt. Eine Maschine kann das nicht erraten. Eine Maschine braucht all dies als explizites Wissen. Also müssen Sie einen Weg finden, um die einfache Syntax des Web, Ressourcen und Links zwischen ihnen zu erweitern. Und das ist das sogenannte Resource Description Framework, RDF. Das ist eine einfache Syntax, die es Ihnen erlaubt, Aussagen über Entitäten im Web und die Art der Verbindung zu machen, die zwischen ihnen besteht. Wie jetzt hier in meinem erweiterten Graphen. Sie sehen, die Relation zwischen diesen beiden Ressourcen ist jetzt typisiert. Das eine ist im anderen enthalten. Das ist eine Erweiterung und diese Erweiterung kann ich jetzt benutzen, um Aussagen zu machen über Dinge im Web. Und diese Aussagen, sogenannte Triple, die immer drei Elemente haben, ein Subjekt, ein Prädikat, ein Objekt, wie in diesem Graphen hier, von denen kann ich Millionen und Abermillionen produzieren, zum Teil auch automatisiert, darauf gehe ich jetzt nicht ein, wie das geht. Und dann muss ich versuchen, diese Triple, diese Mengen von Aussagen zu organisieren. Auch das kann ich tun mit einer Sprache, die dann zusätzlich geschaffen worden ist, das RDF-Schema. Das ist, wenn Sie so wollen, eine Art Grammatik. Und die hat einige wenige Grundelemente, wie zum Beispiel ein Klassenkonzept, das es Ihnen erlaubt zu sagen, dass eine konkrete Instanz Stuhl zu einer Klasse Stuhl gehört. Eigenschaften, das sind die Verbindungen zwischen den Entitäten, Werte, die Ressource annehmen können. Es gibt ein einfaches Hierarchiekonzept in dieser Grammatik. Sie können also Hierarchien von Klassen und Eigenschaften definieren. Sie können sagen, dass die Klasse der Stühle eine Unterklasse von Möbel sein soll, dass Lehren eine Untereigenschaft von Kommunizieren sein soll. In diesem Konzept gibt es ein einfaches Vererbungskonzept. Sprich, in dieser Hierarchie von Klassen und Eigenschaften persistieren Eigenschaften und Attribute. Und wenn Sie diese einfachen Grammatikstrukturen kombinieren mit Trippeln in großer Menge, dann kriegen Sie Unterstützung für ganz einfache, deterministische, logische Operationen. Sie können inferieren, Sie können Schlüsse ziehen. Die Informatiker bezeichnen das etwas überheblich als Reasoning. Ich würde nicht denken dazu sagen, aber Sie können einfache Schlussoperationen ausführen und das über riesige Mengen einfach formalisierter Aussagen. Und Sie werden gleich sehen, dass man damit eine Menge anfangen kann. Um Ihnen ein Beispiel zu zeigen, hier habe ich ein einfaches kleines Aussagensystem, das in RDF konstituiert ist, das da sagt, es gab einen Ersten und einen Zweiten Weltkrieg, beides sind Ereignisse. Ereignisse sind Teil von geschichtlichen Perioden und beide Ereignisse hatten eine zeitliche Erstreckung. Das sind diese beiden Pfeile hier. Und die damit verbundenen Ressourcen, nämlich 14 bis 18 und 39 bis 45, sind ebenfalls wieder Perioden. Und wenn Sie dieses System von Aussagen nehmen, plus eine einfache RDFS-Grammatik, dann können Sie eine zusätzliche Aussage inferieren, nämlich, dass der Erste Weltkrieg vor dem Zweiten gewesen sein muss. Das können Sie aus dieser Menge von Aussagen schließen und das kann eine Maschine, ohne dass ein Mensch interferieren muss. Das ist also die erste Erweiterung des Web.
Die zweite Erweiterung, Sie erinnern sich, ich sagte vorhin, das Web war ein Web der Dokumente oder als Web der Dokumente konzipiert. Die zweite Erweiterung ist die Idee, warum können wir nicht alles auf dieser Welt im Web repräsentieren und letztlich die gesamte Welt im Web abbilden und über die Welt operieren. Das ist das sogenannte Web der Dinge. Das funktioniert genau andersrum, nicht so wie auf diesem Bild hier. Das Komischste an diesem Bild ist eigentlich der bestimmte Artikel für die Dinge dort. Also das ist genau falsch rum, sondern es funktioniert so rum. Wir schaffen im Web Repräsentationen für Dinge aus der wirklichen Welt, wie jetzt hier diese gelbliche Ressource, die das Brandenburger Tor repräsentieren soll. Und über diesen Artefakt, der ein Stück Welt repräsentiert, kann ich jetzt auch wieder Aussagen machen. Ich kann das verbinden mit einer Konzeptressource hier oder einer Bildressource hier. Und ich kann zwischen diesen beiden auch wieder eine semantisch typisierte Verbindung herstellen. Und damit bekomme ich eine zweite Erweiterung des Web, was den Aussagenbereich angeht. Ich kriege also Spezifik von Aussagen und einen erweiterten Aussagenbereich. Und damit bin ich in einem neuen Paradigma, das ist das, was Tim Berners-Lee Linked Data genannt hat. Das im Wesentlichen eigentlich auf vier ganz einfachen Prinzipien basiert, nämlich wir benutzen Standard-Identifier, um Ressourcen im Web zu identifizieren. Wir benutzen Standard-Zeiger, um auf Dinge zeigen zu können im Web, um dann letztlich über sie Aussagen machen zu können. Wir benutzen Standards, um Aussagen zu machen. Das eben erwähnte RDF ist einer. Der Abfragestandard, der dazu passt, ist das sogenannte Sparkle. Das können Sie sich für diejenigen von Ihnen, die relationale Datenbanktechnologie kennen, analog zu SQL vorstellen. Und schließlich, das ist das Wichtigste am Linked Data in der Web, wir machen Links, möglichst viele Links. Wir bringen Dinge in ein möglichst dichtes Beziehungs- und Aussagensystem von typisierten Aussagen und Beziehungen. Und dieses Linked Data Paradigma war anders als das, was Berners-Lee 2001 propagiert hatte, das damals sogenannte Semantic Web, was nie so richtig in die Luft gekommen ist. Dieses war sehr erfolgreich. Das Linked Data Web hat angefangen im Jahr 2007 mit einem großen, übrigens auch europäisch geförderten Projekt LOD. Das Ganze entwickelte sich um diese Ressource herum, die DBpedia. Die DBpedia ist, wenn Sie so wollen, die RDF-Version der Wikipedia, also eine sehr viel stärker formalisierte, maschinell prozessierbare Version der Wikipedia. Und um die herum sind sehr schnell Ressourcen entstanden, wie zum Beispiel Geonames. Geonames repräsentiert alle Orte dieser Welt und macht sie als Webressourcen referenzierbar. Vorab, dass zum Beispiel die Modellierung von Projekten und Beziehungen, Zusammenarbeitsbeziehungen in Social-Web-Umgebungen ermöglicht und andere. Und dieses Modell ist innerhalb von wenigen Jahren von 500 Millionen Trippeln, das war der Ausgangspunkt, gewachsen zu dieser Wolke hier. Das ist die letzte grafische Repräsentation in diesem Modell, die es gibt vom Linked Data Web. Und da drin stecken einige Billionen Trippel. Es stecken einige hundert getrennter Ressourcen da drin. Eine gigantische Kontextualisierungsmaschine. Mit der kann man Dinge machen. Die kann man unterschiedlich repräsentieren. Ich zeige Ihnen jetzt hier nochmal eine andere Repräsentationsalternative für die Klassen. Nee, das funktioniert nicht. Zurück, zurück, zurück. Warum funktioniert es nicht? Nee, Sie müssen mir verzeihen, ich bin kein PowerPoint-Benutzer. Kann mir jemand sagen, warum dieser Link jetzt nicht funktioniert? Er hat bei mir gestern funktioniert. Wenn es nicht
anders ist es immer so. Ne? Dann muss ich das ganz doof händisch machen. So. Aha. Doch, ich habe ein Netz. So, das wird nicht funktionieren. Ist langsam. Aber da kommt's. So, das ist eine andere Repräsentation letztlich dieser Linked-Data-Wolke. Sie sehen, das ist ein bisschen dynamischer, wirkt ein bisschen organischer. Aber da sehen Sie schon, wie riesig und komplex dieses Gebilde ist. Hier haben Sie ein anderes Beispiel von Instanzen jetzt, die in diesem Linked-Data-Paradigma organisiert sind. Das ist eine riesige Wolke, das sind alle Philosophen und Schriftsteller, die Sie in der DBpedia finden und die Beziehungen zwischen ihnen, so sie denn in der DBpedia deklariert sind. Und Sie sehen schon, das ist mächtig groß. Da kann man reinzoomen, das ist die Zone, die ich am interessantesten finde. Das ist Kafka und alles, was um ihn herum in DBpedia existiert. Das ist nicht, es ist sehr beeindruckend, aber es ist nicht wahnsinnig nützlich. Man kann das besser machen, man kann das alternativ, das ist die zweite Version dieses Graphen, so darstellen. Dann können Sie den Graphen partitionieren und können zum Beispiel hier den Subgraphen Kafka, nee, kann man nicht, doch, kann man, sich rauspicken und dann über den operieren, ihn mit anderen Ressourcen in Verbindung setzen. So ist es schon etwas nützlicher. Sie können sehr schöne dynamische Anwendungen auf diese Weise bauen. Wie diese hier, das ist das letzte schöne Beispiel, das ich Ihnen zeigen will. Das ist der sogenannte Rel Finder. So. Ach nee, das ist es noch nicht. Das ist nochmal eine alternative Darstellung zu den Linked Open Vocabularies. Das ist nochmal ein Versuch, diesen großen Graphen von Vokabularen zu partitionieren. Hier suche ich mir jetzt mal einen Teilgraphen raus, die Klassen, die alle in Verbindung mit den DC-Terms in diesem Fall stehen. Und hierin kann ich jetzt navigieren und mir Vokabulare suchen. Das schöne Beispiel habe ich Ihnen in dieses Slideset gar nicht reingepackt. Denn es geht uns eigentlich auch nicht um Anwendungen, sondern um Vokabulare. Das sind also jetzt alles Andeutungen, die Ihnen zeigen mögen, was man mit diesen Linked-Data-Ressourcen tun kann. Man kann Dinge kontextualisieren, man kann sehr dichte semantische Beziehungswolken letztlich herstellen. Aber in dieser Welt gibt es ein Problem. Das Problem sehen Sie, wenn Sie versuchen herauszufinden, auf welche Weise Sie jetzt mit solcher RDFS-Grammatik Sie Personen modellieren können. Das suchen wir uns mal raus. Und dann sehen Sie plötzlich, wenn das Netz es denn will, dass es für die Repräsentation von Personen auf Ontologieebene, also das komplexe Konzept Person und alle Attribute, die man zu Personen im Web würde ausdrücken möchten können, allein 418 unterschiedliche Ontologien gibt, mit denen Sie Aussagen über Personen machen können. Und wenn Sie
jetzt auf die Instanzenebene der einzelnen Konzepte runtergehen, wird es noch schlimmer. Dann kriegen Sie also jede Menge einzelne Konzepte von Personen in unterschiedlichen Vokabularen. Alle haben irgendwie was mit Personen zu tun. Sie sind also alle semantisch teilredundant, aber sie sind nicht miteinander verbunden. Und damit sehen Sie, gibt es ein großes Qualitätsproblem letztlich in diesem Linked Data Web, denn es ist so, wie Tim Berners-Lee proklamiert hatte, anybody can say anything about anything, diese semantischen Ressourcen wachsen völlig wild, unkoordiniert, es gibt im Web keine Regierung, es gibt keine Zentralredaktion und damit entsteht in der Tat ein Qualitätsproblem, denn wir wissen nicht, wenn eine Webressource semantisch kontextualisiert ist, mit jetzt zum Beispiel hier einer Personenressource, was derjenige, der diese Verbindung hergestellt hat, nun eigentlich wirklich damit sagen wollte. Wir wissen nur, dass er ein Attribut einer Personenressource aus einer bestimmten Ontologie gewählt hat. Aber wie weit das mit dem letztlich übereinstimmt, was Sie mit den Attributen dieser Person selbst verbinden, ist nicht klar. Das heißt, wir haben hier in der Tat ein Problem und das kann man visualisieren. Jetzt fängt es wieder von vorne an. Es ist, ja, Sie sehen, ich so, Sie können das visualisieren und dann landen Sie. Nee, das ist noch nicht die Visualisierung. Das ist nochmal ein Problemstatement. Ein Problemstatement vom W3C, das das, was ich Ihnen eben konkret zu sagen versucht habe, nochmal abstrakt sagt. Nämlich, dass es sich hier um den Versuch handelt, eine offene Welt zu modellieren, in der jeder alles sagen kann. Und das führt dazu, wenn es keine koordinierende Instanz gibt, dass es unsinnige, inkonsistente und im Konflikt miteinander befindliche Aussagen geben wird. Das heißt, wir haben ein Hauptproblem im Linked Data Web, das ist die meistens leider nur partielle semantische Redundanz. Das ist letztlich so visualisierbar. Dieses Linked Data Web ist im Grunde eine Favela, ein völlig wild gewachsenes Ding. Und jetzt gibt es Menschen, die sagen, warum machen wir das nicht anders? Warum machen wir das nicht so? Warum bauen wir nicht schöne Kathedralen im Web statt dieser unordentlichen Hütten? So sieht eine fertige Kathedrale aus. Und das ist der Hintergrund von Schema.org. Schema.org ist eigentlich angetreten mit dem Anspruch, genau diese Unordnung, diese unkoordinierte semantische Kontextualisierung in eine Form zu bringen. Das sind ein paar Fakten zu Schema.org. Das Ganze ist vor jetzt 2 Jahren lanciert worden. Interessant sind die Spieler, die es lanciert haben. Google, Bing, Yahoo waren die Gründungsväter dieser Initiative. Yandex, also die große russische Suchmaschine, kam später dazu. Und das erklärte Ziel ist, to create and support a standard set of schemas for structured data markup on web pages. Also so etwas wie ein kontrolliertes Kernvokabular für die Auszeichnung des Web, der Webinhalte. Und ein kontrolliertes Vokabular, das in Grenzen erweiterungsfähig ist, dessen Erweiterung aber kontrolliert wird durch so etwas wie Redaktionskomitees. Interessant ist auch, dass dieser Entwurf Schema.org ursprünglich beschränkt war, jetzt was seine Syntax angeht, auf einen zu RDF konkurrierenden Ansatz, das ist Microdata. Beide tun ähnliche Dinge, aber Microdata und RDF sind technisch nicht hundertprozentig kompatibel. Das ist wichtig zu wissen, wenn man sich über die Intentionen von Google in diesem Fall Klarheit verschaffen möchte.
Es kam dann ein halbes Jahr später, weil alle laut geschrien haben, tatsächlich Unterstützung für RDF dazu. Inzwischen ist auch das meiste, was mit schema.org ausgezeichnet, tatsächlich in RDF ausgezeichnet. Aber um Ihnen jetzt zu zeigen, wie die Welt in diesem Paradigma aussieht, nochmal ein Beispiel. Moment, ist das das Richtige? Ja. Das ist die Schema.org-Konzepthierarchie. Und da sehen Sie, das ist ein sauber organisierter semantischer Baum. Es gibt Datentypen und dann gibt es Dinge, die ebenfalls wieder in einer sauberen, einfachen Konzepthierarchie organisiert sind. Das fängt an mit dem Root Thing. Und dann sehen Sie, hier wird es sehr, sehr detailliert bei Creative Work, denn die meisten der Inhalte, die heute mit schema.org ausgezeichnet sind, kommen aus der Content- und Medienindustrie. Da sehen Sie also, gibt es unglaublich viel. Aber auch hier gibt es Personen, und das ist der Teilbaum, den ich Ihnen zeigen möchte. Dann werden Sie sehen, das ist viel organisierter als im Linked Data Web. Das ist eine Person, diesen Begriff gibt es nur einmal in schema.org. Und das sind die Eigenschaften dann in der Folge, die für Personen definiert sind in schema.org. Eine sehr übersichtliche Menge. Ah, okay. Sie sehen, das ist eine endliche Menge von Eigenschaften und die wird auch nicht größer. Das heißt, das ist sehr schön kontrolliert, kontrollierbar und in gewisser Hinsicht ein überlegener Ansatz. Wie kriege ich das jetzt hier? Warten Sie. Ich weiß jetzt wie. Aus aktueller Folie, so heißt das. So. Ja, wenn Sie Beispiele finden wollen, wie dieses schema.org angewandt wird, dann gucken Sie sich diese URL hier an, die Structured Data Org Examples. Das will ich jetzt nicht machen, weil ich in der Zeit schon etwas weiter hinten liege. Auch die beiden URLs, die ich Ihnen hier auf die Folie gepackt habe, zeige ich Ihnen jetzt auch nicht. Die zeigen im Wesentlichen nur typische mit schema.org ausgezeichnete Ressourcen. Für die Techniker unter Ihnen können Sie dort sehen, wie das RDFA dort in das HTML eingebettet ist und wie schema.org-Ressourcen als solche dort ausgezeichnet werden. Die interessante Frage ist, ist das ein nobles Unterfangen, das wir unterstützen sollten, oder steckt hinter schema.org eine Agenda, die wir vielleicht nicht mögen? Und diese Vermutung, dass es eine versteckte Agenda dahinter geben könnte, ist im Web allgegenwärtig. Sie wird genährt dadurch, dass Google nicht eben gesprächig ist, was solche Dinge angeht. Das nährt Paranoia und das nährt also Vermutungen, dass es dahinter eine versteckte Agenda gibt, wie in diesem Zitat hier von Darren Stewart. Schema.org appears to be linked data light with extremely limited support for vocabularies outside of the service. There is a subtle air of intimidation throughout the schema.org announcement and documentation. Again, I could just be paranoid, but this is Microsoft and Google we are talking about. Whatever happened to do no evil? Wo ist also die Motivation für schema.org? Warum benutzt Google nicht einfach RDF und versucht, das Linked Data Web besser zu machen, sondern setzt einen Gegenentwurf dagegen? Und warum tut Google das zusammen mit den härtesten Konkurrenten? Es lohnt sich, darüber nachzudenken, was diese vier dazu bringt, etwas zusammenzumachen in einem Kerngeschäftsbereich. Und es lohnt sich auch, darüber nachzudenken, warum sie eben gerade nicht
den Mainstream-Standard RDF verwenden, sondern etwas leicht Verbogenes. Das heißt, die Frage ist letztlich, ist schema.org eine Reaktion auf Linked Open Data? Und wenn ja, was motiviert diese Reaktion? Und in gewisser Hinsicht steckt dahinter die Frage, für diejenigen von Ihnen, die den schönen Aufsatz kennen, von Eric Raymond, sind wir wieder bei dem Gegensatz angelangt, der schon mal in der Open-Source-Diskussion eine große Rolle gespielt hat. Bazaar, das wäre das Linked Data Web, versus Cathedral, das wäre jetzt in diesem Fall schema.org. Und die Frage, die ich Ihnen nicht beantworten kann, aber die sich für die Techniker von Ihnen sicher sofort stellt, wie hängt das jetzt alles zusammen mit Googles Knowledge Graph? Denn auch der Knowledge Graph, den Google vor einem guten Jahr mit großem Getöse postuliert hat, ist von Grundansatz nichts anderes als ein großer Linked Data Graph, aber eben mit etwas anderen technischen Mitteln, unterfüttert mit einem Vokabular, das Google kontrollieren kann. Dazu gibt es unter dieser URL ein paar schöne Spekulationen. Auch das will ich jetzt mangels Zeit nicht zeigen. Das heißt, wir sind letztlich bei meiner Ausgangsfrage. Und ich behaupte, Google unternimmt diese ganze Anstrengung in dieser spezifischen Form, weil es letztlich um die Frage geht, wer Bedeutung und Verstehen im Web in Zukunft im Sinne auch von semantischer Nachhaltigkeit kontrollieren soll. Das heißt, letztlich geht es um die Frage, sind Webinhalte in Zukunft zensierbar oder nicht? Und die kann man unterschiedlich beantworten. Man kann sagen, nein, das hat mit Zensur alles nichts zu tun. Zensur hat immer einen Auftraggeber. Niemand hat Google einen Auftrag gegeben, so etwas zu tun. Und man könnte noch weitergehen, man könnte sagen, nein, was Google hier macht, ist einfach Teil eines Spiels, das uns in den kommenden Jahren sehr beschäftigen wird, das ich ontologischen Darwinismus nennen würde. Das heißt, es werden Vokabulare konkurrieren für die Auszeichnung von Inhalten im Web, es werden konzeptionelle Ansätze konkurrieren, um Webinhalte sichtbar und verstehbar zu machen und zu halten. Und einige davon werden überleben und andere eben nicht. Man kann auch sagen, ja, es handelt sich letztendlich um Zensur. Oder zumindest der Effekt ist ganz ähnlich wie in einem Outsourcing-Modell von Zensur. Der Effekt passt in Googles Geschäftsmodell. Denn letztlich würde er, wenn das schema.org-Vokabular überlebt, dazu führen, dass viele, viele User letztlich dann doch im Suchmaschinenumfeld verbleiben und nicht in diesem unkontrollierbaren Linked Open Data Web sich bewegen. Und damit könnte man dann letztlich sagen, vielleicht ist das alles sogar noch schlimmer als Zensur, denn die traditionelle Zensur war einfach der Versuch, Menschen daran zu hindern, die Resultate ihres Schaffens zu veröffentlichen. Das hat die Menschen immerhin noch nicht daran hindern können, etwas zu schreiben oder etwas zu malen. Denn die Sprache, die künstlerischen Hilfsmittel, die Menschen in der Vergangenheit verwendet haben, waren niemandes Eigentum. Mit schema.org werden genau die Ausdrucksmittel im Web, die sie brauchen, um Dinge sichtbar und verstehbar zu machen, oligopolistisches Eigentum. Und damit geht es bei schema.org wahrscheinlich letztlich darum, was gesagt werden kann, beziehungsweise nicht gesagt werden kann und welche Aussagen effektiv wahrgenommen und welche einfach nicht registriert werden. Das heißt, wir sind weit, weit entfernt von anyone can say anything about anything. Es geht nicht um Geld, sondern um die Leitwährung des Web, um Aufmerksamkeit und letztlich damit dann auch um die Bedingungen der semantischen Nachhaltigkeit. Vielen Dank.